Und da sind wir wieder in dem Kampf-Dungeon auf der Insel Capo Grande. Ja, und das hier befindet sich also hinter der letzten Tür. Tja, zwei Pötte und dann gehe ich wieder. Ja, sonst gibt's hier nichts zu holen. Ja, hier finden wir jetzt also die letzte Triforce-Karte. Endlich. Dann müssen wir sie nur noch alle heben. Bei Tingle vorbei. Ja, bei Tingle vorbei und sie dann alle heben. Ja. Das kann ja nicht lange dauern. Badadadadada. Ja, ne? Aber bevor wir das machen, haben wir, glaube ich, noch andere kleine Nebenaufgaben zu erledigen. Woohoo! Yay! Oder große Nebenaufgaben zu erledigen. Hihi. Ja. Spaß und Spannung und Freude. Bam, 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 bam! Du hast eine Triforce-Karte gefunden. Die letzte. Schon leider ist sie verschlüsselt. Blub, 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 blub. Und deshalb musst du erst mit Single bezahlen, bevor du sie lesen kannst. Ja. So, und dann können wir hier draußen wieder verschwinden. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal wieder nach langer, langer, langer Zeit, weil es ja auch so lange her ist, nach Tantopia. Ja, weil wir haben ja noch diese Bäume zu gießen, die wir schon 8000 Mal bei den Crocs gesehen haben. Ja, die Crocs. Oh, die Crocs. Die Crocs. Leue, 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 wo hast du dich geparkt? Der Leue ist ein Ach, da vorne, ich hab ihn gesehen. Ja. Ich sehe ihn. Boah, Splitz übrigens. Ja, da vorne ist ein Kanonenturm, auf dem es wahrscheinlich sowieso nichts Sinnvolles gab. Ja. Bam, 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 bam. Da, 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 da. Kanon des Sturms gespielt. Auf nach Tantopia und dann sammeln wir endlich mal wieder Wasser ein. Ja, ne, das haben wir irgendwann schon mal getan, habe ich so das Gefühl. Das war auch voller Absicht. Ja. Da. Oder auch nicht. Eher nicht. Das war eher mein Unvermögen, aber das kennen wir ja inzwischen schon. Ach was. Quatsch. Ich und Unvermögen. Yo, da vorne ist vor allen Dingen Terrihände, da kannst du eigentlich mal eben vorbeischauen. Ich hab kein Segel. Kannst du eigentlich mal eben vorbeischauen, wenn wir gerade schon mal hier sind. Wenn er jetzt nicht wegfährt, die Sau. Eben noch ein bisschen Futter kaufen. Nicht weg. Eben noch ein paar Pfeile kaufen. Eben noch ein paar Bomben kaufen. Aha. Ja, kannst du eigentlich wegschmeißen, hat eine Futter. Rup. Hatte ich auch vor. So. Ba, 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 ba. Oh, reinspazieren, ich bin jetzt bei der Folge. Wenn Sie etwas verkaufen wollen, zeige ich es nur her. Und möchten Sie vielleicht etwas kaufen? Ja, dann kaufen wir noch zweimal Futter, würde ich sagen. Und thank you! Damit haben Sie jetzt 41 Punkte gesammelt. Oh, nochmal. Thank you! Damit sind Sie fast mein Lieblingskunde. Ja, und... Ja, ne? Thank you! 43 Punkte. Bye. Und damit ist unser Inventar, glaube ich, auch schon wieder voll. Ja. Ja, ne? Dann auf ins Innere von Tantopia! 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 Ja. Ah. Nationalhymne von Tantopia oder so. Tantopia! Was? Ja, ich wünsche, es gäbe einen leichteren Weg, da um reinzukommen mit dem Endhaken jetzt. Aber nein, wir müssen uns natürlich wieder mit dem Greifhaken hocharbeiten. Die armen Viecher werden alle gewone-hitted von unserem Bumerang. So wie es sich ja auch gehört. Könnt ihr den Tingelballon geben? Wenn nicht. Wenn du nicht willst, gebe ich dir halt keinen Tingelballon. Dann setze ich einfach nur in Meer und Sand ein. Ja. Tingel? Tingel? Meer und Sand? Zeige mir Herr Fees Schicksal! Die absolute Katastrophe! Und leider irrt sich Tingel nie. Und? Wie war's? Wie war's? Na, wie war's? Freue mich, dass es dir gefallen hat. Jederzeit wieder. Er ist offenbar nieder. Ja. Nicht ganz. Das war die absolute Katastrophe. Das ist gut, dass die absolute Katastrophe kommt, wenn sowieso gerade absolut nichts passiert. Ist gut, wie die absolute Katastrophe kommt, wenn wir einen der längsten, schwierigsten und nervigsten Sidequests machen. Ja. Hulk! Welche Flasche mache ich denn leer? Ich würde sagen, die mit einer Fee drin. Flop. Tschüss, Fee. Du hast nichts getan. Du bist aber trotzdem, frei. Aber trotzdem danke, dass du da warst. Wir haben dich einfach nur sinnlos für mehrere Tage eingesperrt. Ja. Jetzt bist du frei. So. Dann auf geht's. Stell dich vor den Ausgang und dann fangen wir uns Wasser. Wupp. Du hast tantopisches Wasser in die Flasche gefüllt. Ja, du kannst es so verwenden, wie du willst. Und jetzt ganz schnell los nach Osten. Zur Plateau-Klippeninsel. Nach Osten? Ja. Mit dem Kanon des Sturms werden wir danach zum südlichen Feenkoordinal weiterreisen müssen, aber erstmal nach Osten. Lol, 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 lol. Erstmal Zeit verschwenden, das ist immer gut. Ich glaube, die Zeit vergeht so nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Lied des Windes gespielt. Natürlich in die genau entgegengesetzte Richtung. Was auch sonst. Ja, so wie es das auch gehört.
So. Hark! Lang, nicht irgendwo hängen bleiben. Lang, nicht irgendwo hängen bleiben. Lang, nicht lang, irgendwo hängen bleiben. Lang. Lang, mehr Zeit verschwenden. Lang. Wir wollen das Ganze hier nachher nochmal machen müssen. Lang. Ja, dringend. Rark. So, schnell zum Leuen und dann nix wie ab nach Osten. Hark! Zum Glück zeigt uns die Windrichtung ja genau an, wo wir hin müssen. Ja, ich guck mal eben auf der Tingelkarte. Das ist die Flugfelsinsel. Wo ist denn die Plateauklippeninsel? Ich glaube, die ist noch eine weiter. Es gibt keine Insel eine weiter. Guck mal lieber auf die Karte. Ist die Flugfelsinsel? Das ist ja, die falsche. Das war im Spieleberater, glaube ich, auch damals falsch genannt, die beiden Inseln. Wenn ich mich recht entsinne. Das ist auf jeden Fall ein großer Schatz. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Aber hier war, glaube ich, ein Krog drauf. Ja, stimmt. Müsste stimmen. Wenn ich hier runterkomme. Trab, 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 trab. Tja, sieht zumindest an der Insel aus, auf der ein Krog sein könnte. Klink. Ja, ne? Jetzt müssen wir, glaube ich, durch das Loch zu dem... Ja. ...hochklettern. Können wir da dann nicht mit dem Enterhaken rüber. Ja, ich leider auch nicht mit dem Tingelballon. Warum steht denn hier Plateauklippeninsel? Weil der Spieleberater das da irgendwo falsch hat. Das hatte ich schon mal geguckt und der hat die Namen von den Inseln falsch gehabt irgendwo. Da wollte ich zwar nicht hoch. Ja, wollte sagen, da musst du gar nicht hochklettern. Das war jetzt aber riskant. Ach ja. Na, ich wollte gerade einen Tingelballon für die Geschichte hier vorne geben, aber, ne? Habt ihr mal wieder keine Tingelkarte und kann dir gerade keinen Tingelballon geben. Wuhu. Ja, ne? Dann musst du dich wohl oder übel so dadurch bewegen. Mit dem Bumerang. Naja, ist eine gute Sache, das Wasser schon mal auszurüsten. So, dann müsste jetzt irgendwo eine Planta Humpa entstehen. Jawohl, eine Planta Humpa. Die besten Planta aus. Ja, und dann einmal zur anderen Seite rüber. Ich glaube, dafür brauchst du das Dekoblatt gar nicht, oder? Doch, brauchst du. Ja, und da haben wir Krog Nummer 1. Ja. Sollte er hier oben jetzt stehen, ja, hier. Ja, es ist auch Tag geworden. Fupp. Platsch, platsch. So, und jetzt sehen wir... Der Baum hat sich aufgerichtet und schnell zurück zum Leuen. Hark! So, jetzt mit dem Kanon des Sturms zum südlichen Feenkordial wirbeln. Von da aus wollen wir dann nach Westen zur Haifischinsel. La, 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 la. So, südliches Feenkordial, sagst du? Jawohl. Südliches Feenkordial. Und dann nach Westen? Ja, nach Westen zur Haifischinsel. Yay, Wind umstellen! Ja, mal wieder. Genau in die richtige, genau in die falsche Richtung zeigt. Nichts Ungewöhnliches. Nichts Ungewöhnliches, nee. Ich hoffe, auf dem südlichen Feenkordial selbst war kein Krog, aber ich meine nicht. Nein, ich glaube auch nicht. La, la, la. Nach Westen! Ich glaube, auf den Kordialen selber waren keine. Ja, ne, nach Westen. Kannst eigentlich den Segeltrick anwenden, wenn wir es sowieso mal eilig haben. Ja, ich gucke nur gerade, ob da vorne nicht noch irgendwas drauf stand. Ne, es war nur der Briefkasten. Ja, ne? Nee. Jetzt die Haifischinsel, wie gesagt. Oh, ist das da die Haifischinsel? Haifischinsel, ja, das ist die Haifischinsel. Du steuerst genau drauf zu. In dieser Gegend wurden Schiffe gesichtet, die vom Himmel fallen. Schon verrückt. Ja, crazy. Ja, und so weiter. Weil hier war Zyklos mal. War er mal, ja. Wir erinnern uns, wir erinnern uns. Dunkel. Er arbeitet jetzt schon so lange für uns, ja. Ja. Und da ist noch ein weiterer Terry-Händler, den wir jetzt gerade nicht besuchen wollen. Wusch, 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 wusch. Sieht man da vorne schon? Wo ist er denn? Da vorne rechts. Habe ich ihn gesehen. Ich sehe ihn nicht. Hochgeschwindigkeit. Ah ja, doch, da steht er doch. Ja, werter Freund, dann gieß mal den nächsten Baum. Ich würde jetzt das Schild töten, aber dafür habe ich keine Zeit. So, dann per Kanon des Sturms nach Ichthus. Wird das das erste Schild, das du am Leben lässt?
keine Zeit. Skandal! Wir haben ein Schild nicht getötet. Skandal! Skandal umlang. Oder so. Ja. Ich hoffe mal, auf Ichthus gewahr kein, ist selbst keiner. Von da aus müssen wir dann auf jeden Fall nach Südwesten zur Nadelfelsinsel. Nadelfelsinsel! Yay! Yeah. Wo nach Südwesten? Ja, nach Südwesten. Nadelfelsinsel. Doch, auf Ichthus ist einer. Das ist ein bisschen nervtötend, dass hier nicht beschrieben steht, auf welchen Inseln denn wirklich welche sind. Hier auf Ichthus ist aber einer. Das weiß ich. Hier ist zwar eine Route, die wir fahren sollen, aber steht nicht, auf welchen von den genannten Inseln auch tatsächlich ein Krog ist. Ja, ist doch hilfreich. Aber hier ist einer drauf, ich erinnere mich. Da, wo wir mit dem Dekublatt losgeflogen sind durch den Sturm damals, um das Herzteil zu holen. Hier oben steht einer drauf. Hast recht. Der Chip. Perfektes Wasser. Ja, wunderbar. Danke, Wasser. Danke, Spiel. Spiel versucht uns daran zu hindern, die Crocs, die Bäume der Crocs alle zu bewässern. Ja. Los, ich kann's verstehen, aber... So. Und, flup, 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 flup. Und der nächste Baum gegossen. Brrr. Ja, wie gesagt, dann nach Südwesten zur Nadelfelsinsel. Leue, wo hab ich dich geparkt? Da. Wie ist der Winter? Reicht so. Nach Südwesten. Auf geht's. Ja, die unauffällige Nadelfelsinsel. Ich wollte gerade sagen, die ist recht unauffällig, die Nadelfelsinsel. Ich glaube, da findest du soeben noch hin. Ja, die sieht fast aus wie der Turm der Götter, nur kleiner. Ach, sehr wahr. Man sieht sogar so einen kleinen Ring davor, also das wirklich aussieht, als wäre da irgendwas. So ein Turm der Göttermäßiges. Ja, halt nur kleiner. Vielleicht ist ein Nachbaut davon. Vielleicht ist der Turm der Götter auch dem Ding danach empfunden. Wer weiß. Hat der Architekt bei der Insel abgeguckt. Ja, der war so begeistert von der Nadelfelsinsel. Ja, boah, nicht so toll, die Nadelfelsinsel. Vor allem, weil es früher mal einfach nur ein Berg war. Und nur die Bergspitze so komisch aussah. Ja, da musste er einfach auch was in der Richtung machen. Ja. Inspiration und so. Ja. Dringend. Wusch, wusch. Ja, war der Krog auf der Insel davon auch irgendwo versteckt oder steht er davon einfach rum? Da kann man nicht großartig verstecken. Ich meine, oben auf den Nadelfels kommt man nicht drauf, also kann er irgendwo nur unten auf dem Ring stehen. Und wenn du die Flasche an eine Möwe geben würdest? Hier, Pumpefrucht, nimm mal die Flasche mit! Gieß mal den Fisch! Ich wollte schon sagen, gieß mal den Fisch! Gieß mal den Baum! Ich glaube, die Nadelfelsinsel ist auch der Name der Insel, die ich letztens gesucht habe. Kann sein. Als ich überlegt habe, welche Insel das denn sein könnte. Ja, Krog, wo bist du? Da vorne irgendwas springen sehen. Ich finde den Fisch zu gießen klingt auch eine gute Idee. Ja, es war wahrscheinlich diese... Lass mal. Hallo, blauer Schleim. Ich habe gerade keine Zeit, das zu hören. Ich glaube, da steht irgendwo da vorne, der Krog. Ich hoffe es zumindest. Ja. Ja, da ist er. Komm her, Krogi. Dann gießen wir auch diesen Baum. So, wohin als nächstes? Danach wollen wir mit dem Kanu des Sturms zum Turm der Götter und dann nach Süden zum Niemandsland. Ah ja. Also zu unserer eigenen Insel. Gut, brauche ich den Wind wenigstens nicht umstellen. Steht ja genau westlich, reicht mir 90 Grad Winkel. Ja. Blöder Schleim. Mäh! Mäh! Wie macht der Vogel? Mäh! So bringe ich das später meinen Kindern auch bei. Wie macht der Vogel? Mäh! Zum Turm der Götter. Yay. Ja. Und dann auf nach Aben in Süden. Ja, zum Niemandsland. Yay. Und danach müssen wir übrigens direkt wieder zum Turm der Götter zurückwirbeln. Nur schon mal so angekündigt. Ja, macht ja nichts. So, sehen wir es schon? Ja, wir sind ja schon mal eben hier hingefahren. Ja, so lange... Ist ja gar nicht so lange her, dass wir die Trifos-Karte da vorne geholt haben. Ah, bist aber trotzdem recht lahm unterwegs. Muss man mal sagen. Ja. Wo ist es denn da? Lankinsel! Ja, jetzt wird's auch angezeigt. Jetzt sagt Tingle mir auch, dass es die Lankinsel ist. Ja, wahrscheinlich seit wir das Anwesen übernommen haben, offiziell. Ja, seit wir ihm die Urkunde gezeigt haben. Ja, auch wenn immer noch die Frage für mich besteht, warum es vorher Niemandsland hieß und nicht irgendwie Madame
wie auch immer Insel, aber na gut. Ja, das sind Sachen, die sollte man nicht unbedingt in Frage stellen. Zelda-Logik. Und vor allen Dingen, warum gehört die Insel erst dann uns, wenn uns der Türwächter, der nicht mehr irgendeine wirkliche physische Form hat, anerkannt hat als Besitzer? Hey, es ist eine Tür. Er hat eine physische Form. Ja, eben, es ist eine Tür. Eine sprechende Tür, also... Die beste Art von Tür. Nein. Nein. Ganz eindeutig nicht. Ja, den Krog hier haben wir auf jeden Fall schon mehrmals gesehen. Nein. Wir erinnern uns. Ja, werter Freund, dann gieß auch mal diesen Baum. So, reicht. So, kann's absprengen. Ist schneller zu schwimmen. Man könnte sagen, wir schwimmen schneller, als dass wir so langsam treiben. Blub, blub, blub. Ah, das Wasser hilft uns auch ausnahmsweise mal ein bisschen. Ah, ausnahmsweise mal. So, krockiger Freund. Wo ist er? Da steht er. Einen weiteren Baum gießen. Geh runter von meiner Insel! Ist eigentlich unglaublich, wie viel Wasser da drin ist. Ja, man kann es halt so oft verwenden, wie man möchte. Naja. Tatomisches, magisches Wasser. Ich bezweifle das einfach mal nicht. Ja, und dann zurück zum Turm der Götterwirbeln. Und dann geht's nach Norden weiter. Muss also den Wind umstellen. Müsste ich nicht, aber... Ich wäre jetzt auch genau nach Süden gefahren. Da sollte es auf jeden Fall zum östlichen Feenkordial gehen. Hm, jetzt bin ich doch etwas verunsichert. Doch auf den Feenkordial. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich doch etwas verunsichert, ob auf dem südlichen Feenkordial nicht doch einer war. Na, erstmal zum östlichen. Ja. Nee, aber wie gesagt, ich meine auf dem... Ich habe ja gerade geguckt, dass wir vorbeigefahren sind, da war nichts drauf. Außer einem Briefkasten. Auf dem südlichen gucken wir als letztes, wenn uns denn was fehlen sollte. Ja. Die sagen uns ja, wenn wir es geschafft haben. Hast du mitgezählt? Nein. Zufällig ist gerade an Bäumen. Wie viele sollten es denn sein? Ich glaube 8. Glaube ich. Na, jetzt jedenfalls erstmal nach Norden. Wir haben Plateauklippeninsel in Anführungsstrichen, Haifischinsel, Ichtusk, Nadelfelsinsel und Niemandsland. Okay, das waren glaube ich 5. Ja. Es kommt noch das östliche Feenkordial, Mutter-Kind-Insel und Sternstaub-Insel. Ja, dann sind das die letzten drei. Da müssten mal. Ich meine, es waren 8. Das werden wir dann sehen. Aber da ist einfach das Feenkordial. Und nach dem Feenkordial müssen wir weiter mit dem Kanon des Sturms zur Tingelsinsel und dann nach Nordwesten zur Mutter-Kind-Insel. Ah, gut, dass ich den Wind nach Norden umgestellt habe. Naja, die Mutter-Kind-Insel, da könnten wir auch eigentlich direkt handeln. Aha, leider haben wir da keine Zeit zu. Ja, leider nicht. Wusch, 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 wusch. Feenkordial, willkommen! Ja, das auch. Da vorne ist übrigens ein großer Schatz zu heben. Der zweite, den wir jetzt sehen, den wir nicht heben können. Wir sollten das aufhören. Ja, das ist nervig. Nur so ein ganz kleines bisschen. Nur ein bisschen, ne? Ja, ein weiterer Krog. Da. Der Rotgesichtige. Wasser. Das ist Papa Krog. Ja. Sein Baum war genauso pink wie der von allen anderen, jetzt ist er grün. Der sollte wahrscheinlich so sein, weil der von Papa Krog gepflanzt war. Ja, jetzt haben wir den kaputt gemacht. Ja, ja, ne? Jetzt zur Tingelinsel. Ja. Ding, ding. Da, Kanon da, des Sturms gespielt. Zur Tingelsinsel. Leider können wir ja nicht direkt zur Mutter-Kind-Insel wirbeln, denn wir wissen ja, was dann passiert. Aha. Ja. Landen wir dann wieder irgendwo innerhalb. Dann können wir ein bisschen mit der großen Fee quatschen. Dafür haben wir keine Zeit. Vielleicht kann sie ein Verlängerungszauber, dass das tantopische Wasser länger hält. Vielleicht kann die einfach so auf der ganzen Welt tantopisches Wasser regnen lassen. Wäre ja, praktisch, wenn die das, so das wäre erheblich praktischer. 280% Verlängerungsskill hätte. Nordwesten ist da lang. Ja, ja. Hallo Georg. Warte, warte, warte. Oh, was macht die Kamera? Er ist zu weit weg. Ich kann ihn nicht anvisieren. Ist denn Georg mal zu weit weg, dass ich ihn anvisieren kann? Ist er verschwunden? Nee, er ist immer noch da. Aber er will uns nicht angreifen. Ist aber netter, Georg. Okay. Bam. Bin ich nicht mehr in einer geraden Linie gefahren. Das war hat ihm gerade eben gereicht. Um mich plötzlich doch anzugreifen. Ja, wieder den Meer und Sand ausrüsten. Da war ein Schatz, aber ich habe ja, keine ja, Zeit. Ja, wir haben leider nicht sonderlich viel Zeit, gerade die Schätze zu heben. Tingel, Tingel, Meer und Sand, Schütz Herr Fee im Flug mit starker Hand. Da kommen David Junior und... Ich kann jetzt kein Segel einsetzen, das war nicht so toll.
Das ist interessant. 2, 1, jetzt kannst du wieder. Das war nicht die beste Idee aller Zeiten. Interessant. Und, wie war's? Na, wie war's? Freut mich, dass es dir gefallen hat. Jederzeit wieder. Nordwestlich von hier liegt die verwunschene Bastion. Die Wellen sind dort immer sehr hoch wegen der Meeresströmung. Schon allein deswegen kam da niemand hin. Und zahlreiche Ungeheuer haben sich da niedergelassen. Wahnsinn, was ich alles weiß, nicht wahr? Ja, weil wir auch noch nie auf der verwunschenen Bastion waren, bevor wir Tingle getroffen haben. Ja, Wahnsinn. Moment. Wahnsinn, wie ich dein Siegel blockieren kann. Ja. Ja, dann gießen wir auch hier den Baum. Hallo, blauer Schleim. Haben wir den blauen Schleim hier? Ich glaube ja. Müssten wir eigentlich, ne? Ist ja der fliegende Händler hier direkt neben. Ja. Baum. Und von hier aus müssen wir dann weiter. Schließlich noch zum Island des Sternstaubes. Und der ist wo? Das ist in B1. Ah, direkt, da, über direkt, uns. Direkt im Norden von hier. Okidoki. Okidoki. Loki. Ja, das auch. Loki. Wupp, wupp. Haben wir genau Nordwind? Ja. Okay. Ja, dann Island des Sternstaubes. Hier schwimmen übrigens ein paar Fässer. Wo bist du? Da ist es. Island des Sternenstaubes. Da sollte der letzte Baum sein, den wir gießen müssen. Ich hoffe zumindest, dass es der letzte ist. Ansonsten müssen wir auch noch das südliche Feenkordial aussuchen. Ja. Schauen wir mal. Auf Tantopia selbst war ja, glaube ich, keiner. Nee. Da hätten sie ja tantopisches Wasser, dass der Baum auch so alleine wachsen kann und so. In dieser Gegend gibt es eine sternförmige Insel, aber frag mich nicht wo. Wie auch immer, die Wellen sehen furchtbar hoch aus. Mir wird schon vom Zuschauen ganz schlecht. Ein neuer Tag, eine neue Sonne. Ach ja, Morgensonne hat den Mund voller Wonnen. Standard-Tingelsprüche, wie immer. Ja. So, letzte Insel, hoffentlich. Da sind wir. Island des Sternstaubes. Wo ist er, der Krog? Zeig dich. Ja, das sind auf jeden Fall Felsen. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gerade. Doch, da vorne steht er, glaube ich. Blub, blub. Nee, das ist ein Grasbüschel. Schon gut, das ist kein Krog. Naja, Krogs sehen ja irgendwie aus wie Grasbüschel. Da ja, ist er. Genau in der Mitte. Ziemlich in der Mitte, genau. Ja, ne? Hoffentlich der letzte Baum, den wir gießen. Da kommt auf jeden Fall komische Baum. Jawohl! Ah! Wir haben es geschafft. Sämtliche tantopischen Bäume sind gegossen und gewachsen. Sie haben ihr Gesicht verloren. Ding, ding, ding. So happy. Du hast ein Herzteil gefunden. Vielerhin kann es mehr im Sinn. Deine Energie erhöht sich um 1. Fehlen uns nur noch 2 Herzcontainer. Auch wenn ich der Meinung bin, dass man dafür ein ganzes Herz verdient hätte. Ja, selber. Red mal mit dem Krocki. Ja. Eine Sache möchte ich jetzt noch gucken. Wir haben noch 7 Minuten und 6 Sekunden übrig. Wir waren gut in der Zeit, ja, muss ich sagen. Waren wir. Werter Freund, so sieh doch nur, wie sich der Baum wieder aufgerappelt hat. Ja, hab ich gesehen. Ich glaube, er ist jetzt richtig glücklich. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen. Der hat irgendwie auch ein sehr derpiges Gesicht. Ja, vor allem ein herzförmiges. Ja. Ja, ne? Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder zur Mutter-Kind-Insel zurückfahren und den fliegenden Händler nerven gehen oder sowas. Ja, sowas in der Richtung. Ja, bis dahin. Ciao. Aloha.